Ich möchte jetzt, da ich spreche, doch noch mal ganz kurz einigen Leuten danken. Nochmal der Allianz Kulturstiftung, weil ich gesehen habe, dass Katrin Tomanek da ist. Jetzt sehe ich sie gar nicht, doch da hinten ist sie, die nämlich auch ganz am Anfang war und der noch gar nicht wirklich genug gedankt worden ist, die das nämlich alles ermöglicht hat und auch finanziert. Deswegen möchte ich das nochmal sagen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich möchte... Ich möchte auch noch mal ganz herzlich danken, das haben wir heute nämlich auch noch nicht getan, den beiden Übersetzern, Vincent von Wroblewski und Marianne Ballet. Denn die haben echt schon harte Arbeit hinter sich und jetzt vermutlich auch keinen sehr leichten Abend vor sich, aber man wächst mit den Herausforderungen, nehme ich mal an. Ich freue mich wirklich ganz ausgesprochen, dass wir eine sehr illustre und ich vermute sehr spannende Runde versammeln konnten zu der Frage der Sprachen, die moderiert werden wird von Maike Albar, die Journalistin ist und Sprachphilosophin und eine der großen Kultur- und Literaturjournalistinnen in Deutschland, fürs Deutschlandradio vor allen Dingen arbeitet. Und dass wir dich gewinnen konnten, ist natürlich ein ganz großes Vergnügen, ein großes Glück. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und wir haben wunderbare Gäste, weil sie sozusagen aus ganz unterschiedlichen Sprachkontexten und Hintergründen kommen. Die wirst du uns ja gleich vorstellen, Camille Toledo, Priya Basil und Jürgen Trabant. Und ich glaube, wir können wirklich gespannt sein, wie es sich mit den Sprachen der Welt und Europa und den Sprachen verhält. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz wunderbaren, spannenden Abend, gute Diskussionen und ja, viel Vergnügen. Vielen Dank, Markus, für die freundliche Begrüßung. Auch ich darf Sie nochmal herzlich willkommen heißen. Ich bewundere, dass Sie diese Kondition alle aufbringen, die intellektuelle Kondition. Und wir werden versuchen, es möglichst aufschlussreich, spannend, inspirierend zu gestalten heute Abend. Es kann natürlich, da Jürgen Trabant mit auf dem Podium sitzt, nicht anders beginnen als mit Humboldt. Ich will nur, weil das Thema ja lautet, Europa und seine Sprachen, seine Überlegungen, die Sie sicherlich alle kennen oder viele von Ihnen werden mit diesen Überlegungen vertraut sein, in Erinnerung rufen, dass er betont, dass der Mensch nur Mensch ist durch Sprache, dass er immer wieder sagt in seinen verschiedenen Schriften, dass die Sprache das Denken färbt und dass die Sprache, in, je nachdem in welchem Geist, also welcher Geist in ihr steckt, dieses Denken sie dann umgekehrt auch beeinflusst und dass es einen immer anderen Zugriff auf die Welt gibt, auch über die Sprache. Und da, finde ich, gibt es eine Überschneidung mit der Nobelpreisträgerin Hertha Müller, die in einem der schönen Essays von Priya Basil auch auftaucht. Vielleicht sind Ihnen diese Überlegungen Hertha Müllers auch geläufig. Mir haben sie sehr eindrücklich vorgeführt, dass eine weitere Sprache auch immer ein subversives Moment haben kann. Ein bisschen klang das schon gestern Abend an. Hertha Müller hat ja als junge Frau dann noch Rumänisch gelernt zu dem Deutschen dazu und das hat einfach ihre Wahrnehmung der Welt um eine zweite Schicht bereichert. Und das konnte auch etwas Gegenläufiges haben, auch etwas haben, was gegen diese Ideologie gerichtet war, das dann mit dem Deutschen wieder aufzubrechen, das Rumänische. Und gleichzeitig hat die bildliche Sprache des Rumänischen ihr Deutsch dann wieder bereichert. Ich möchte Ihnen die Runde noch vorstellen. Viele haben sich untereinander schon kennengelernt, aber die, die jetzt dazu gekommen sind, die sollen natürlich auch erfahren, wer hier diskutieren wird. Und zwar Priya Basil ist Schriftstellerin und Essayistin. Sie ist in London geboren, dann aber in Kenia aufgewachsen und wieder zurückgekehrt nach London, wo sie die Schule abgeschlossen hat und in England dann auch studiert hat. Aber seit ein paar Jahren ist sie in Berlin zu Hause. Auf Deutsch ist von ihr erschienen Die Logik des Herzens und etliche Essays, die, wie ich erfahren habe, auch nur auf Deutsch vorliegen. Das ist auch eine kuriose Erfahrung, denke ich, für eine Schriftstellerin, in einer anderen Sprache zu schreiben und sie dann in einer weiteren vorzulegen. Also das ist sicherlich auch ein Verfremdungseffekt, denke ich, der vielleicht auch etwas Produktives haben kann. Priya Basil ist auch
politisch sehr aktiv. Sie ist immer wieder involviert in verschiedene Aktivitäten, hat sehr viel mitgemacht bei Wir machen das, denen, die aus Berlin sind, kennen das vielleicht, die im Bereich der Flüchtlingsarbeit sehr, sehr aktiv waren. Dann hat sie das Forum Freiheit und Demokratie auf dem Internationalen Literaturfestival kuratiert. Jürgen Trabant, ich habe Humboldt schon zitiert, das ist eben kein Zufall, weil er, denke ich, jemand ist, der einem sofort einfällt, wenn man sich mit Sprache beschäftigt und mit Humboldt und Vico. Er ist ein großer Humboldtianer und Vicianer. Er war viele Jahre hier an der FU Professor für romanische Philologie, dann in Bremen Professor für Mehrsprachigkeit. Er hat eine ganze Serie von Büchern vorgelegt, große Bücher über Humboldt und Vico und über Sprachphilosophie. Mithridates im Paradies ist ein bedeutender Titel. Und er ist jemand, der sich auch mit Genuss der Sprache gewidmet hat und mit, finde ich, auch einem ganz bestimmten, ja, mit einer bestimmten Werf, dem Globalesischen, also dem Charakter der Sprache an sich, aber auch zum Teil polemisch versucht hat, sich damit auseinanderzusetzen, was mit unserer Sprache gerade passiert, an welchem Punkt wir sind. Der dritte Gast unseres Abends ist Camille de Toledo. Er ist auch Schriftsteller und Bild-, Film-, Wortkünstler, also bewegt sich in einem großen Dazwischen, experimentiert immer wieder mit unterschiedlichen Formen und bricht in seinen Texten auch Rezeptionsmuster auf. Da kommt vielleicht so etwas, was gestern Abend schon diskutiert wurde. Matthias Enar hat den Begriff benutzt, der Gefräßigkeit des Romans. Ich glaube, das kann man für seine Bücher auch sagen, dass er ein Verfechter ist der ästhetischen Vielfalt, dass zum Beispiel in dem Gedicht, was auch auf Deutsch ein Langgedicht erschienen ist, in Lettre, über die Unruhe des In-der-Welt-Seins auf der einen Seite diese lyrische Form benutzt wird und auf der anderen Seite von den großen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts die Rede ist. Er ist in Lyon geboren, war lange in Berlin und lebt jetzt in Paris. Und er hat jetzt gerade ein Buch in Vorbereitung, in dem es auch ums Übersetzen geht. Auch das ist vielleicht etwas, worauf wir zu sprechen kommen. Wir werden hier auf dem Podium, wie es den ganzen Tag schon passiert ist, Mehrsprachigkeit praktizieren und jeder wird in der Sprache, die ihm angenehm ist, ich werde beim Deutschen bleiben, auch antworten und Stellung nehmen. Es war gestern Abend schon bei dem wunderbaren Gespräch im literarischen Kolloquium die Rede von diesem Kippmoment. Das war auch etwas, was Matthias Enar gesagt hat, dass der Moment, in dem man lesen lernt, die Schrift plötzlich entzaubert. Gleichzeitig ist es natürlich der Gewinn eines neuen Universums, wenn man eine Sprache lernt, wie das Arabische, vielleicht auch aus einem ganz fremden Kulturkreis, sich etwas erweitert. Also, dass man plötzlich etwas Neues begreift, einen anderen Blick auf die Welt, um es mit Humboldt zu sagen. Ist das bei euch, bei Ihnen der Fall gewesen? Erinnern Sie sich an einen Moment, als eine neue Sprache Ihnen plötzlich auch eine neue Möglichkeit des Existierens geboten hat? Pia Beisel. Sie kennen, glaube ich, Sie sprechen 5 Sprachen. Ist es so? Sie sind, glaube ich, diejenige mit den meisten Sprachen hier. Ja, ich spreche Punjabi und Hindi und Deutsch, würde ich sagen, aber fließend, aber fehlerhaft, sage ich immer. Und ich habe auch Französisch gelernt, aber seitdem ich Deutsch spreche, ist mein Französisch verschwunden. Und ich weiß nicht, ob es wieder kommen wird. Ich habe auch Swahili gelernt als Kind, aber habe das leider vergessen. Und Französisch habe ich wie ein Papagei gelernt. Ich habe nicht wirklich ein Gefühl für die Sprache entwickelt. Ich glaube, Deutsch ist die erste Sprache, die ich als Erwachsene gelernt habe. Und durch Deutsch habe ich zuerst einmal auch die Grammatik gelernt. In Englisch
habe ich das überhaupt nicht. Ja, wir haben das, das war nicht ein Teil meiner Schule, oder ich habe mich nie mit der Grammatik auseinandergesetzt. Und das war wirklich etwas Besonderes. The mechanics der Sprache zu entdecken. I have to say that it really changed my feeling for English to get this kind of deeper understanding of language. Although I know that when I speak German, I'm constantly making grammar mistakes. I nevertheless have an awareness of... I didn't even realize one. I have an awareness of language in a way that I never did. And I mean, this is the Hertha Wulle that you mentioned. What she says is, in every language you have different eyes. And with German, I got eyes for, as I call it, the mechanics of the language, which I never expected to find so beautiful and so inspiring, but which has been like a wonderful gift. Die Sprechwerkzeuge ändern sich ja auch ein bisschen. Man hat plötzlich andere Möglichkeiten, auch andere Möglichkeiten zu sein in einer anderen Sprache. Man kann sich ein ganz bisschen vielleicht verändern. Gab es für dich auch einen Schlüsselmoment, Jürgen, als du eine Sprache entdeckt hast? Absolut. Also die erste Sprache, die ich gelernt habe, war Englisch. Ich war in der amerikanischen Zone, bin ich aufgewachsen, also mussten wir alle Englisch lernen. Und Latein. Und dann aber kam die Relation. Das war, als ich 13 war, Französisch. Also das war einfach eine Begegnung. Ich hatte vorher noch nie Französisch gehört. Und dann war dieser Lehrer da und hat diese Laute produziert. Und ich dachte, ja, auf dich habe ich 13 Jahre lang gewartet. Also du bist meine Sprache. Ja, das wollte ich. Und ich weiß noch genau, ich habe das ja öfter schon auch schriftlich erzählt, also dann bin ich mit einem Freund, sind wir in den Frankfurter Stadtwald gefahren und haben vor allem diese Laute, die wir nicht haben, laut in den Wald hineingerufen, also moi, joie, und natürlich die Nasale, ja. Bon, vin, und ja, also und das war einfach so eine Freude, eine unglaubliche körperliche Begegnung eigentlich mit diesen Lauten. Doch, das war schon so und das ist auch so geblieben. Auch die Lust, die körperlich zu spüren, ist, dieses Fremde nachzuahmen und da hineinzuschlüpfen. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Erkenntnisprozess, der dann einsetzt, auf einer körperlichen Ebene. Und das ist diese Sprache, also das Englische habe ich auch sehr gern gehabt, aber es war nicht diese Begegnung, ja, so hart, ja, so. Und das ist genau dies, also das Wa, J und die Gesang. Die waren einfach so großartig, dass sie uns da hineingestürzt haben. Ja, und dann ist es diese Sprache geblieben. Das war schon eine richtige Begegnung. Gut, und dann darauf aufbauen, dann natürlich wirklich die Begegnung mit dem Französischen, die einfach für mein Leben unglaublich von Bedeutung war. Also dann die erste Reise nach Frankreich, ich habe das neulich nochmal erzählt, also wo ich dann. Ich konnte, das war nach 2 Jahren Französisch, ich konnte es kaum. Und dann bin ich nach Arcachon gefahren, das in so einem Schüleraustausch. Und die Familie, die mich aufgenommen hat, das war, also der Mann war ein Drucker und die Frau war Institutrice. Ja? Das ist sozusagen also Troisième République pure. Ja? Das sind also l'institutrice, ja? Das ist la République. Ja? La République und die Mutter hat tatsächlich dann 4 Wochen lang mit mir. Der Junge war nicht so interessant, aber die Mutter war interessant. 4 Wochen haben mit mir Französisch geredet. Ja? Und am Ende dieser Ferien konnte ich ziemlich gut Französisch. Also sie hat immer gesprochen, sie hat gekocht, immer Franzosen kochen ja zweimal. Also ich saß dann ganz lange an dem Tisch und habe mit ihr gesprochen und das war einfach wunderbar. Und so schließt es dann eine wunderbare Begegnung an die andere in dieser Begegnung mit dem Französischen. Camille de Toledo, gab es solche intensiven Erfahrungen in der Begegnung mit einer anderen Sprache? Wenn ich es richtig verstehe, ist Ihr Übersetzungsbegriff auch sehr weit. Muss ich auf Französisch oder auf Deutsch? Wie Sie mögen. Okay, vielleicht dann mache ich das auf Französisch. Und man hört Camille de Toledo nicht richtig. Oder? Ein bisschen lauter vielleicht? Ist das schwer? So.
Ja, die Frage war, ob ich auf Französisch oder Deutsch rede, aber ich werde dann vielleicht auf Französisch und ich werde erklären, warum vielleicht als alle. Je vis encore en fait à Berlin. Je vis un peu entre les pays, entre les langues, je suis souvent en voyage, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais disons que j'ai une expérience, je vous écoutais, je crois très différente de ma présence ici. Je me suis rendu compte, en vivant ici, à quel point la langue allemande m'intimide, me fait peur, me déstabilise. Et j'ai pas eu la chance, comme toi, Jürgen, de rencontrer cette bonne institutrice. Mais peut-être que ce soir, ça va s'accomplir. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que j'étais très fier en vous entendant, parce que quand je suis arrivé ici, j'ai, pendant une année, deux années, en fait, vécu dans l'instabilité et l'inquiétude linguistique, vraiment totale. Et je venais à des conférences et je faisais semblant de comprendre, j'essayais de comprendre, je déchiffrais les lettres, je comprenais un mot et je comprenais tout le reste mal. Et je crois que ce dont je vais vous parler, en tout cas ce soir, c'est plutôt du trouble sur la langue. Je pense que c'est en fait, à y réfléchir, ce que je suis venu chercher, en fait, en vivant ici. Une autre manière aussi de le dire, c'est de vivre en traduction, de vivre dans ce trouble, dans cet instable. Mais ce que j'ai éprouvé avec le temps, c'est que cet instable n'est pas simplement Möglichkeit, n'est pas simplement une merveilleuse découverte et une sortie de la prison de sa langue. C'est aussi, parfois, une destruction de son foyer linguistique. C'est-à-dire une langue, c'est une forme d'habitation dans le monde. Et si, pour peu qu'on soit, je crois, un peu fragile, et je pense qu'on a à vivre ça dans différentes circonstances qui peuvent être plus ou moins tragiques, mais moi, c'était en tout cas un moment où, sans doute, j'ai ajouté à la destruction de différentes personnes de ma famille. En venant ici, j'ai ajouté une destruction linguistique. Et donc, je suis venu avec un élan incroyable de dire, mais c'est formidable, il y avait cette sorte d'horizon utopique de dire on va inventer une langue un peu comme Finnegan's Wake et comme ses rêves d'écrivain, et où on va inventer une langue qui sera dans l'entrelac, dans l'entrelacement. Il y aura des mots allemands, il y aura des mots arabes, il y aura des mots hébreux, il y aura des... Et je vais arriver à écrire cette langue-là, et puis en fait c'est la folie qui guette, en fait. Et donc j'ai un peu touché du doigt cette sorte de folie. Et donc ça m'a amené à une réflexion sur... Vous savez, il y a ce corpus de George Steiner, que vous avez dû connaître, et pour moi, c'est le corpus des gens qui ont réussi. Vous savez, Nabokov a réussi, Beckett a réussi. Et puis en fait, il m'est venu à l'esprit, au cours de ces différentes épreuves, le corpus de ceux qui ont échoué. Et Yoko Tawada a réussi. Vous êtes peut-être en train de réussir, mais par exemple, Zebald a échoué d'une certaine façon. Quand il en est venu à la question de sa langue littéraire, il est revenu sur... Et par exemple, Pessoa, je suis en train d'étudier, reprendre le livre de l'intranquillité, qui est un livre des vertiges, à sa manière. Et Pessoa, c'est quelqu'un qui, très jeune, perd son père, perd son frère, très jeune, et puis sa mère se remarie, il l'emmène en Afrique du Sud, parce que son beau-père est consul, et à Durban, et là, il fait toutes ses études en anglais. Et puis il présente à la fin, parce qu'il était très brillant en anglais, il s'était inventé des hétéronymes en anglais, un pseudonyme en anglais, il s'imaginait un écrivain de langue anglaise, et puis il présente son dossier pour continuer ses études à Oxford, et là on lui dit non, pas possible. Et en fait, d'une certaine façon, ce non à la langue, en disant vous n'entrerez pas dans cette langue. Et je trouve qu'il y a des langues qui disent ça. Et la langue allemande parfois dit ça. Elle dit vous n'entrerez pas dans cette langue. Et donc en fait il y a une inhospitalité des langues qui pour moi parfois implique une très très grande violence, en fait. Et bon, moi je l'ai vécu très très fortement ici avec des chocs parfois, bon, voilà. Et Pessoa, lui, est revenu d'une certaine façon dans sa langue, voilà. Est-ce
gibt aber auch genau die gegenteilige Erfahrung. Said, Jürgen Trabant hat mich auf den Text aufmerksam gemacht, hatte vor kurzem in der FAZ einen großen Artikel über diese Erfahrung der Geborgenheit in einer neuen Sprache. Also eine ganz tiefe Sicherheit, die ausging von der Möglichkeit, auch in einer neuen Sprache zu dichten. Das ist natürlich ein langer Prozess, bis man das dann vielleicht auch erreicht. Priya Basil, Sie waren gerade in Korea mit Adriana Shibli, die auch hier Teilnehmerin ist, und schon gestern Abend haben wir erfahren von dem Umgang mit Pronomina, dass man zwischen der ersten Person und der zweiten nicht unterscheidet, sondern vom Wir immer spricht und dass es unhöflich ist. Was sind das für Erfahrungen? Verstehen die Südkoreaner dann, was das andere ist, wenn sie mit ihnen auch darüber diskutieren, was wir meinen? Wenn, da würde unsere ganze Sprachphilosophie, also auch Humboldt, weiß ich gar nicht, wie man den in Südkorea erklären kann. Erzählen Sie mal von dieser Erfahrung in Korea und dem Umgang, ja, mit dieser Form der Fremdheit, die sich in der Sprache so genau niederschlägt. Yeah, I have to confess that I wasn't. Is that better? Not fully. No. Es geht nur noch das hier anscheinend. Dann müssen wir das rumgeben. So. I don't feel able to kind of comment on the Korean language. I mean, Adania spent much more time there. She's been going to Korea for 12 years, so she has a different sort of relationship with the language. And this was my first visit. It was for what they call the Asian Literature Festival. It was the second edition, and it was in a city called Gwangju, which is the third biggest city in South Korea. And it has a very special place in the history of Korea because it was really important. There was an uprising on the 18th of May 1980, and it was really important in the overthrow of the military regime. And this city is now getting a kind of new identity in the country because the current government really wants to emphasize its role in the development of the democracy there, and they really want to use culture to express this democratic struggle that happened there, and to use it to sort of inform the current feeling that Koreans have about their past and their present. And as part of this, in the last 10 years, the city, they built this huge cultural center. So maybe the only thing we could compare it to here in Berlin would be the Humboldt Forum, because it's devoted to somehow offering a platform for Asian culture. And this was very interesting to arrive somewhere where the focus was entirely, where Europe was not a consideration. And America, it was just about Asia, and the other writers who were there from Mongolia, from Myanmar, from Vietnam, from Bangladesh, some of them didn't speak English at all, so everybody had their own personal interpreter, and then sometimes somebody spoke in Chinese, and then it was translated into Korean, and then it was translated into English, and so we were communicating sort of at several removes from each other. And it was actually a really kind of humbling experience to be in an environment where you couldn't access what was being said immediately, and your language wasn't the one that was the most important or the one that was even considered so valuable, and I think that was also a sort of destabilizing experience, I think that's good when you're sort of a bit unsettled in that way. And for me, it was just also really wonderful to feel the diversity of literature that's being produced over there. And that, because when they talked about this culture center, the one department it doesn't have is literature. So it already has really fantastic archives of performance, of architecture,
all, you know, work created in Asia, but they haven't got literature yet, and they sort of invited us to offer works that could begin to fill up this literature library they want to create. And I asked the question, and they said we want Asian literature, and I asked the question that we always pose when we talk about European literature, but, you know, does that really exist? Don't we need to consider other influences that might have come from elsewhere in the world? And they were really very kind of insistent that it may, of course, there have been exchanges always, and forced exchanges too, and exploitation and kind of impositions, but we want to look at ourselves in the context of ourselves first, and somehow as a way to also build up a confidence in who we are without always feeling like we need to look elsewhere and define ourselves against that. And so that was also very refreshing, to feel this kind of confidence and this desire to define themselves on their own terms, but with each other. And so it was very kind of very inspiring to feel that this energy and this openness in this small city, which is looking to give itself an identity beyond the Korean identity, really to think of itself in this Asian context. And I mean, there are similarities with that to Europe, I guess, in the sense of the European Union. But I mean, this model of this one city really seeking to overcome its national identity was something that I found really inspiring, because I felt like I hadn't felt it to that extent anywhere in Europe, because right now we have this kind of turn to this insularity and really kind of defining ourselves in very narrow ways in many places. And to go to the other side of the world and to feel this kind of, this wish to think outside of a national context was really great. Vielleicht bleiben wir nochmal bei diesem Doppelcharakter. Also dass auf der einen Seite so eine große positive Erfahrung sein kann, dieses Kippmoment in das Fremde, und auf der anderen Seite auch etwas Bedrückendes oder etwas, das einem etwas nimmt von der eigenen Sprache. Wie ist das sprachphilosophisch? Wie wird das diskutiert? Vielleicht geht das Mikrofon ja noch. Ja, wir machen jetzt. Das weiß ich jetzt nicht, wie das sprachphilosophisch ist. Ich wollte nur erstmal eine Bemerkung machen, dass ich mich einfach unglaublich freue, ihm zuzuhören. Also, dass ich das so schön finde, dieses britische Englisch, wie auch sein Französisch, aber das ist nicht so, das ist für mich nicht so exotisch, also dieses britische Englisch, weil wir hören ja immer amerikanisches Englisch, und sie sprechen dieses wunderbare britische Englisch, und das ist einfach so hinreißend. Ich bin dann immer wieder hingerissen einfach, also, so dass ich doch auch bei der ersten Sprache irgendwie einigermaßen hingerissen sein muss. Aber darf ich noch eine Bemerkung zu dem machen, was Camille gesagt hat? Also weil er diese verschiedenen Sprachen so als dramatische Gefängnisse auch eigentlich erlebt, nicht? Also als können die Übersetzer, ich frage nun mal, ob also, das noch funktioniert mit dem Mikrofon, können die Übersetzer Jürgen Trabant verstehen? Gut, danke schön. Also meine Erfahrung ist ganz anders, nicht? Also ich freue mich, in die anderen Sprachen hineinzugehen, ne? Also es ist wirklich, wie gesagt, mit dem Französischen, das ist wirklich eine Lust, aber ich spreche gerne andere Sprachen. Ich schreibe die auch gerne, also ich schreibe so meine normalerweise schreibe ich auf Deutsch, aber ich schreibe natürlich keine Dichtung wie Sie beiden, ich bin ja kein Literat, aber so wissenschaftliche Texte, die schreibe ich auf Französisch, Englisch und Italienisch auch noch, nicht? Und das macht mir eigentlich schon Spaß, ja? Und ich finde, von dieser Erfahrung her, und weil du, jetzt komme ich glaube ich doch zu deiner Frage, von dieser Erfahrung her empfinde ich uns auch nicht als insulär, ja? Sondern ich finde, dass das schön ist in Europa, also dass man eben dahin gehen kann und dort sprechen auf Italienisch. Also, ich meine, das ist natürlich ein besonderes Glück. Ich freue mich auch immer, dass ich das kann. Ja? Ich bin immer ganz stolz, natürlich, wenn ich in Neapel über Vico auf Italienisch vortragen kann. Ja?
Das ist schon immer schick. Aus dem Laden gehe ich deswegen ein. Also, aber ich denke, ich bin ja nicht der Einzige, der das kann. Und ich finde nur, dass die europäischen Intellektuellen es viel zu wenig können. Nicht? Also die Deutschen insbesondere lernen immer weniger Sprachen. Also meine Kollegen von der Uni, früher konnten sie auch noch Französisch, jetzt können sie gar nichts mehr außer Englisch. Es konnten auch noch ein paar Italienisch. Das können sie auch nicht mehr. Nicht mal die Juristen, die früher immer Italienisch konnten, können es mehr. Ja. Und das finde ich, müssen wir verstärken, weil wir über Europa und seine Grenzen hier sprechen. Also ich finde die dramatischen Erlebnisse, die kennt ja jeder auch, nicht? Also die dramatischen Erlebnisse, du kommst irgendwo hin, boah, eine Sprache, du verstehst nichts, du bist völlig verloren. Das war die Erfahrung auch von diesem persischen Dichter, nicht? Oder auch die Schrift nicht lesen. Meine Ankunft in Budapest zum Beispiel. Ich war ja mal ein Jahr lang in Budapest und bin am Abend angekommen. Da verstehst du nichts. Nicht? Und dann, darf ich kurz die Geschichte erzählen? Meine Ankunft in Budapest? Also, ich komme dann in Budapest, ein schöner Herbstabend. Ja, da ist ein Haus, das erkennt man einigermaßen deutlich als Theater. So, und dann stehen auch Leute vor, es ist eindeutig, das ist ein Theater. Und dann ist da auch ein Plakat, untere Stadt Molière. Molière, das ist gut, jetzt weiß ich. Also Molière, den kenne ich, ja, den hatte ich gelesen. Und dann stand dann Tudor Schnück, so muss der Titel also dieses Stückes gewesen sein. Ja? Tudor Schnück. So, dann dachte ich, egal, Molière kenne ich alle, gehe ich rein. Und dann ging es auch los mit dem Theaterstück und dann dachte ich, Vater und Töchter, Konflikt, ja, der Vater ganz verzweifelt, hin und her und dann kommt ein junger Mann und der sagt, das erste Wort, das man hat ein Stück Papier in der Hand, sagt Sonett. Ah, das ist natürlich wunderbar, dass wir endlich mal ein internationales Wort haben. Aber dann ist der Vater zunehmend verzweifelt und wirft sich in den Sessel so und sagt, Nöck! Das musste also Frau oder Mädchen oder so irgendwas heißen. Das könnten L'école des femmes, könnte das sein, ja? Oder auch Les femmes savantes. Ich wusste es aber immer noch nicht, weil ich erinnerte mich nicht mehr, welches der Stücke es war. Und dann tatsächlich, also es ist einfach lächerlich, also wenn man mit der Bahn dann auf die andere Seite von nach Buda fährt, dann kommt man an der Akademie vorbei, da steht dann Academia Tudosch Manji dran. Tudosch, ja, also Tudosch, nö, es muss irgendwas mit, also waren die femmes savantes, ja. Also ich meine, das sind natürlich so Erfahrungen der Sprachlosigkeit, die aber doch auch so diese wunderbaren, also Initiationsmomente haben. Das finde ich so großartig. Ja. Also deswegen erlebe ich das eher so, also nicht so als klar, erstmal versteht man nichts, aber dann geht man ja so allmählich hinein. Das finde ich so schön. Es könnte ja auch eine Herausforderung sein, also gerade für einen Schriftsteller, weil dieser Prozess der Analogiebildung, bei Musil wird das auch als ein poetisches Verfahren ausdrücklich beschrieben, im Mann ohne Eigenschaften, produktiv sein kann. Daraus kann man ja auch etwas gewinnen. Ich möchte auch gerne noch etwas über Ihren Namen erfahren, Camille de Toledo. Das ist ja ein Name, den Sie gewählt haben. Es ist nicht der Name, mit dem Sie geboren wurden. Vielleicht, und das hängt ja sicherlich auch mit Toledo, mit der Stadt und der Übersetzertradition zusammen. Vermute ich das richtig? Oui, j'ai pris le nom de ma grand-mère, qui sont des Juifs de Tolède, pour écrire. Et donc, c'était sans doute un acte plutôt de rupture, de distanciation, de recomposition, de recréation, peut-être même de ces gestes un peu trop démiurgiques qu'on fait quand on est plus jeune, disant je vais créer ma vie et je ne serai le fils de personne. Mais il y avait quand même ce lien et avec ce signifiant de Tolède, qui pour ceux qui connaissent l'histoire de la traduction savent que c'est évidemment un des âges d'or, un des lieux, une des alcôves de la traduction où on traduisait entre les monothéismes. Donc j'ai été amené, et je crois d'une certaine façon que l'on le cherche toujours à rentrer dans son nom, d'une certaine façon, avec plus ou moins d'étrangeté au nom, à l'arbitraire du nom. Puisque c'est l'arbitraire du nom, l'arbitraire de la langue, ça commence par son nom, quand on commence à être appelé. Et donc quand on se renomme, il y a un arbitraire supplémentaire qui vient se poser sur les choses. Et il m'arrive parfois de penser que les travaux de Barbara Cassin, vous voyez, sur la traduction, viennent du mot barbare,
Et elle cherche à comprendre, voilà, à voir comment est-ce que l'on décasse, comment est-ce que l'on recasse le barbare en soi. Enfin, donc, il y a quelque chose comme ça qui se concasse à partir des noms. Et c'est vrai que j'ai, moi, cet effort à faire, très curieux, d'entrer dans le prénom qui est plutôt aujourd'hui un prénom féminin. Mais Camille, qui est déjà un trouble sur le genre, comme dirait notre amie Judith Butler. Et puis de Toledo, qui est en plus un trouble sur la langue et sur le lieu. Et notamment, il y a un grand épisode dont je parle quand même assez souvent dans l'histoire littéraire, qui est le Quichotte, puisque Cervantes dit qu'il trouve le manuscrit du Quichotte écrit en arabe par Cid Ahmed Ben Ghelli sur la place du marché à Tolède. Et donc, le premier, en quelque sorte, roman dit européen, en fait, est un roman, enfin, plus exactement, un récit d'un historien arabe, ce qui en plus fait le trouble sur le genre, puisque ça cesse d'être un roman, ça devient des faits historiques. Donc, moi, ma vie, c'est ça, c'est des troubles. Mais il s'est ajouté une chose à cela, c'est que je me suis rendu compte qu'en commençant à travailler sur la traduction, je cherchais à habiter le lieu du corps du frère, puisque je suis parti à Berlin, notamment après la mort de mon frère, très jeune, qui s'appelait Jérôme. Et Jérôme, c'est le saint patron des traducteurs. C'est le premier traducteur de la Vulgate. Et donc, en fait, c'est comme si, en rentrant dans cette langue que j'espérais trouver, que cette langue de la traduction, en prenant au pied de la lettre Umberto Eco, qui disait « la langue commune de l'Europe, c'est la traduction », dit ben, « comment on l'écrit, cette langue ? Quels sont ses adjectifs ? Quelle est sa grammaire ? Comment ça s'habite, une langue du traduire ? Comment est-ce qu'on y habite ?» Donc, j'y allais tout feu, tout flamme, en pensant... Là, il y a une utopie linguistique, il y a une question poétique et en même temps une question politique, et tout ça est merveilleux. Et puis, en fait, dans le courant de cette aventure, comme le Quichotte, je suis bien tombé, mais tombé assez bas, et tombé dans le trou des langues, à l'endroit où, en fait, tout devient complètement arbitraire, où il n'y a plus de mots. Et en vous écoutant, je disais, lorsqu'on entre dans une autre langue, tu prononçais le mot de fierté, Stau, et toi, tu prononçais le mot de humilité. Quand on ne comprend pas, l'indéchiffrable. Et je crois que nous, c'est bizarre d'être écrivain à ce moment-là de l'histoire, en fait, parce que ce que l'on a à faire, il me semble, c'est plutôt à lâcher le pouvoir. Si je pense à ce qu'on fait par l'écologie politique, c'est trop de pouvoir. Donc, d'une certaine façon, pour moi, habiter dans un endroit où je n'ai pas de pouvoir avec ma langue, sauf quand, grâce à des interprètes merveilleux, et à ceux qui sont là, qui sont venus, qui comprennent le français. Mais sinon, moi, je fais quotidiennement avec mes enfants l'expérience du non-pouvoir, en fait. Et c'est à la fois merveilleux, parce que c'est cette sorte de chance de l'humilité, mais c'est extrêmement déstabilisant quand on vient, en fait, accessoirement de cette espèce qui ne jure que par son pouvoir sur les choses, son pouvoir sur le monde, son pouvoir de le nommer, de l'organiser, de l'encoder, de le mettre dans des codes, etc. C'est très déstabilisant. Et c'est encore plus déstabilisant quand on vient des langues qui ont été des langues maîtres. Et le français est une langue maître, comme l'allemand est une langue maître, comme l'anglais est une langue maître. Et donc, habiter ce lieu où ça ne prend plus, où la langue n'a plus prise. Et en vous écoutant, je finirais juste là-dessus, je me disais, c'est pour ça que sans doute j'ai tant de mal à être romancier. Parce que le roman est encore souvent du côté de ce qui réussit à raconter, à nommer, à incarner. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours travaillé par le poème, parce que le poème, pour moi, est toujours à l'endroit où ça échoue, d'une certaine façon, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'avais beaucoup de lectures de Paul Celan en venant et en essayant de comprendre ce que c'était compliqué pour moi de vivre dans cette langue allemande quand j'ai commencé à habiter ici, avec des choses qui étaient folles, hein. Des choses qui ne m'appartenaient pas, mais qui remontaient du fond des âges. Et je suis en train de travailler sur ce livre, mais le tremblement que je ressentais dans la langue allemande, j'ai cherché à en tirer le fil, parce que c'est pas dans toutes les langues. Moi, je parle très très bien anglais depuis la naissance, et je crois que les langues apprises dans la naissance ont 600 mètres. On peut commander le monde avec ces langues. Mais celles qu'on apprend à l'âge adulte, où on vit, et où il y a des moments où la vie se met à trembler, c'est plus compliqué. Et l'allemand, en tirant le fil, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais je retombe sur, bon, évidemment, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de l'extermination, mais je tombe sur, et je tombe encore plus loin, sur la guerre de 14. Et par tout un tas de choses qui me sont arrivées, j'entre en lien, en quelque sorte, avec des morts qui parlent à travers ça et qui disent « tu ne parleras pas cette langue ».
tu la parleras pas. Et l'émotion que je ressens quand, par contre, justement, je disais, quand je disais le Berlinisch, quand les gens disent Jut, ah Jut, pour dire goutte, c'est très bizarre pour moi parce que j'ai une oreille qui fait Jut, c'est pas très loin de Jut. Enfin, il y a ce truc et donc c'est très proche du Yiddish. Et donc dès que j'entends du Yiddish, ça m'enche. Dès que j'entends, et je me suis rendu compte, alors que mes enfants parlent l'allemand très très bien, que en fait j'étais venu sans doute venir vivre ici pour réentendre le Yiddish que j'entendais. Et j'ai été déçu, d'une certaine façon. Et je dois me relever de cette déception. Donc, il y a comme ça, on est traversé par des fantômes à travers les langues. Les langues nous possèdent. Mathieu Rigoulet a des choses très belles là-dessus. Sur le fait qu'une langue, c'est une mémoire, c'est des histoires, c'est des fantômes. Voilà. Et tout ça fait que ça se met à trembler jusqu'au moment où ça redevient, et j'espère que ça sera le cas, un jeu. Un jeu de langue. Et j'attends ce moment en fait. Je suis en train d'y arriver. C'est pour ça que d'ailleurs je suis resté ici. Parce que je ne voulais pas échouer à cet endroit-là. Je voulais que ça redevienne audible. Enfin, que j'arrive à parler. Ja, die Vergangenheit der Sprache lagert sich auch immer in der Sprache ab. Die Geschichte. Die Sprache nimmt die Geschichte auf, bestimmte Wörter. Es gibt von Klemperer das große Werk über die Lingua Terza Imperii, also nimmt dann Inhalte auf. Da fände ich es interessant, was von Priya Basil zu hören, gerade als jemand, der auch dieses Empire ja sozusagen, als sie Kind waren, waren sie in Kenia von außen gesehen hat, aus einer Position der Peripherie. Gleichzeitig stelle ich mir vor, dass man in England, so hat es mir Doris Lessing auch mal erklärt, die ja auch aus Afrika zurückgekommen ist, sehr genau merkt, wo jemand herkommt und den darüber auch immer sozial verortet. Also der Akzent ist ja dann auch eine Aussage. Und ist das präsent, diese Vergangenheit, was jetzt Camille gerade entwickelt hat, die koloniale Vergangenheit, spürt man das auch im Englischen? Ist das bewusst, wird es gebrochen und reflektiert von den Schriftstellern? I think that unfortunately the history of what has happened with English is not always present in the language. I think you have to come with an awareness. I think plenty of people use English, especially in the UK, without any sense of where this language has gone and what it's done and what it continues to do. And I think part of using a language like this is to be mindful of that and to therefore try to use the languages in different ways, either to address things that are not addressed, like the colonial past, or to do something else with English so that it escapes some of that very loaded history. I mean, I always think of what Chinua Achebe, the Nigerian writer, said when he was sort of criticized for writing in English. He said, "Do not be deceived that we write in English because we intend to do unheard of things with it." I think this is something that many writers who write in countries that were colonized, that were part of the British Empire, really take this position. The Korean translator and poet Don Mi Choi, she has a wonderful line which has always stayed with me, which is that I am a foreigner who writes in English because English is a foreigner like me. And it's very interesting that what I think English has done things that, you know, the imperialists never imagined it might do. In Kenya, for example, there's a slang called sheng, which is a mixture of Swahili and English that is kind of used in urban in the urban spaces, and I actually can't understand it at all. I mean, it's really particular, and just a very kind of lively and changing language that people use. In Korean, we came across Konglish, which was, and I was always begging everybody I met to tell me Konglish words
so that I could see like how close they were to English. And my favorite one that they told us about was a word skinship, and they said, "What do you think that means? Guess." And so I said, "Oh, I don't know." I thought about kinship and, you know, the relationship to a family relation, and I thought maybe it's that you're connected to somebody by, I mean, I went for a very literal translation. I said, "You're connected to somebody by the color of your skin. It's like you're part of a skin group or something." And they were really appalled by my interpretation. And they said, "No, skinship is when you have an intimate skin-to-skin relationship with somebody." So, you know, if you want to describe like a physical intimacy that is not a partnership or, you know, a kind of, you're not a boyfriend, girlfriend, but you have a skinship. And I thought that was so lovely. And I thought, I want to adopt that word into English. So I think English has this other life in other places. And that's, you know, a very kind of a great thing. But on the other hand, I also know that English, you know, suppresses things in certain languages and takes over and is an easy default in many ways. And so, I mean, this is also why I kind of, even though you always want to speak, and it's very kind that you offer me this possibility to speak in the language in which I can express myself best, but I more and more accept to express myself not at my best, like in German, because I think that this is what so many people have to do all the time. That they are their second best, because that is the language in which they are able at all to reach out. Darf ich auch zu dem politischen Aspekt noch was sagen, den Camille ja aufgemacht und jetzt auch ein bisschen nochmal. Also die Geschichten sind ja jeweils andere, nicht? Also meine Geschichte, wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, ist sozusagen ganz anders, und deswegen ist meine Haltung zu den Sprachen auch eine andere. Also meine Sprache, eigentlich bin ich auch nicht deutsch sozialisiert worden, sondern im Dialekt, ne? Also auf Hessisch. Also ich bin aus Frankfurt und meine Familie hat Dialekt gesprochen. So, dann komme ich in die Schule, dann lerne ich dieses Deutsche. Und sobald man als Junger, ich bin 1942 geboren, also wenn du dann 10 bist, dann merkst du, wo kommst du eigentlich her? Dann siehst du plötzlich, ach, diese Sprache ist das, die diese Killer gesprochen haben. Ja? Diese Leute, die Millionen von Juden umgebracht haben, das ist die Sprache von denen. Ja? Und das heißt, du beginnst diese Sprache nicht mehr so toll, obwohl du sie liebst, es ist ja die Sprache deiner Familie, deiner Eltern und so, aber du beginnst schon, dich von dieser Sprache zu distanzieren. Und deswegen ist jede andere Sprache, die du lernst, eine Befreiung. Ja. Also nicht dieses vorhin von mir so gelobte Französisch war dann einfach meine Welt, also mehr als das Englische. Zum Englischen sage ich auch noch mehr, Französisch war meine Sprache für die Welt. Also das waren auch diese fremden Menschen, die andere Sprachen gesprochen haben, die endlich mich als jungen Deutschen, ich war 15, als ich in Frankreich war, mich als jungen Deutschen akzeptiert haben und mir ihre Sprache geschenkt haben, mit der ich dann mit der Welt verkehren konnte. In Paris, in der Metro, habe ich geschwiegen. Ich habe nichts gesagt in der Metro, nie ein Wort Deutsch fallen lassen, damit ich meine, ich sehe ja natürlich deutsch aus, ja, ich war auch schon als Junge groß und so. Und also das ist schon eine andere Frage. Und zum Englischen wollte ich noch sagen, das Englische, auch in meiner Heimatstadt, war die Stadt der höheren Menschen. Also das war amerikanisch besetzt. Ja, man hörte, und es war natürlich durchaus auch die Sprache der Freiheit, dass man also höhere Menschen, das waren die amerikanischen Soldaten, die gegenüber vom Hauptbahnhof alles hatten, was wir nicht hatten, die übrigens nie mit den Deutschen gesprochen haben, also es gab keine Fraternisierung. Ne? Und es war, amerikanisches Englisch war die Sprache des AFN, American Forces Network. Ne? Das war erstens die Sprache, die man nicht verstanden hat, weil wir in der Schule Englisch gelernt haben, das klang ganz anders. Also Englisch klang eher so, wie das, was ich hier höre, aber dieses Amerikanisch klang nicht so. Und die Musik. Und die Musik. Das waren natürlich sozusagen zwei akroamatische Erlebnisse, also zwei Hörerlebnisse, unendlich tief, also die Sprache der Freiheit, der Coolness, ne? Und die Musik war auch cool.
Also im deutschen Radio würde Bruckner gespielt, ja? Und im AFN Put Your Hands on My Shoulder. Ja? Das war schon ein Unterschied. Also verstehen Sie, deswegen ist dann meine Relation zu den Skinship. Ja, lange mit dem Skinship. Ja, deswegen ist dann die das also das Begegnen mit der anderen Sprache eigentlich nie eine Katastrophe, sondern immer ein Weg in die Freiheit. Ne? Ein Weg in die Freiheit. Und interessanterweise ein Schriftsteller, den ich besonders liebe, ist Pascal Mercier, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ja? Ja? Bei dem alle Bücher immer so sind, dass die Hauptpersonen Sprachmenschen sind, die in die andere Sprache hineingehen, um sich zu befreien. Ja, das ist auch ganz interessant. Wir sollten, denke ich, einen Aspekt aufgreifen, und zwar den Unterschied zwischen der Sprache, die wir für die alltägliche Kommunikation verwenden, und die poetische Sprache. Gerade weil Sie beide auch Schriftsteller sind, das ist ja noch einmal eine besondere Art, mit Sprache umzugehen, und macht auch die Schwierigkeit beim Übersetzen aus. Da das genau zu durchdringen in der Zielsprache, was das eigene ist, auch was das Besondere ist dieser poetischen Sprache. Können Sie uns da ein bisschen etwas erklären, wie Sie mit Sprache operieren, wie das funktioniert, was Sie da für einen Bezug herstellen, wenn Sie schreiben? Das ist ja ein Unterschied, ob man spricht oder schreibt. Und auch für welche Text, bei Ihnen vermischt es sich sehr, aber für welche Textsorte, das ist vielleicht bei Puja Beisel ein Unterschied, ob es jetzt Essay ist oder etwas Poetisches, etwas Literarisches. Wodurch unterscheidet sich das? Alors, c'est vraiment une sorte de chemin que je retrace aujourd'hui. Je n'avais pas conscience quand ça avait lieu, quand les livres s'écrivaient, mais il y a un livre qui est un livre, un essai, qui s'appelle « Le être et le boulot » en 2009. Et c'est le moment où je décide un peu, que je commence à aller vers ce lieu de la traduction, essayer d'habiter ce non-lieu, cette utopie linguistique. Plutôt à l'époque comme joie et comme oubli de la nation, pour quitter sa langue. Mais accessoirement, c'était toujours dans ce mouvement de quitter mon foyer. Et donc c'est quitter la mère, c'est quitter le père, c'est quitter son pays, c'est quitter le frère. En fait, c'est quitter le frère, et puis je vais me rendre compte qu'en fait, je le retrouve par le traduire, je retrouve Jérôme. Mais le mouvement était celui-ci, en fait, de quitter, de fuir, en fait, de couper, de rompre. Et puis, en fait, le livre où j'ai été le plus loin dans la volonté de quitter la langue française, de la détruire, c'est Oublier, trahir, puis disparaître. Qui est une traversée de l'Europe entre un vieil Européen qui lui continue à parler en français et un jeune garçon qui parle une langue à naître, enfin une langue qui est le mélange de toutes les langues que j'ai entendues dans mon enfance. Donc il y a du ladino, il y a de l'hébreu, il y a de l'arabe, enfin toutes les langues qu'on entend d'ailleurs dans le courant de l'existence, mais sans les comprendre. Et d'ailleurs c'était lié à l'expérience que j'aurais en fait quelques années plus tard en vivant ici. C'est-à-dire vivre dans un espace où on est, comme tu disais tout à l'heure, contemplatif. Comme par rapport à cette histoire de Budapest, où tu vas au théâtre. Les premières années, ici, j'allais au Deutsches Theater, voilà, où j'allais écouter, je me souviens, Peter Sloterdijk, que j'ai lu en français, donc, dont je connais l'œuvre, et là, il parlait de ça. Et les seuls mots que j'ai compris de toute la soirée, c'était « co-immunisme ». Il disait que ça allait remplacer le communisme, que maintenant c'était le co-immunisme. C'est les seules choses, sinon j'ai absolument rien compris. Mais je dois dire, en fait, c'est d'ailleurs un peu faux ce que je dis, parce que dès qu'on parle philosophie, en fait, en allemand, on se retrouve, parce que c'est des gros mots, les grosses Wörter, vraiment les grands mots, donc démocratie, on comprend, c'est comme le... Alors que dès qu'on descend dans le détail, là, le nom des oiseaux, dès qu'on s'attache, en fait, aux souvenirs de l'enfance, là, dès qu'on entre en fait dans la littérature, alors là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le grand néant. Et parce que c'est en fait aussi ce... Et c'est là où on voit que c'est toute cette... Ça rejoint cette question que tu posais, parce que quand on parle de langue de communication, on parle de ces lingua franca,
qui sont faits de mots neutres, qui sont faits de ces gros mots avec lesquels on croit s'entendre. Et quand on descend dans la langue, en fait, et quand on descend dans la langue qui est elle-même chargée de l'attache, c'est-à-dire des empreintes de l'enfance, des souvenirs, de la façon dont la mère disait tel mot, le père disait tel mot, ou les échanges qu'on pouvait avoir avec son frère, c'est... en fait, le lien au pays, au paysage, le paysage, tout ça échappe, en fait. Tout ça est ce que j'appelle cette habitation dans la langue. Et donc, pour moi, il y a ces... comme ça, ce va-et-vient. Et donc, le oublier, trahir, puis disparaître, c'est le moment où j'essaye, d'ailleurs, accessoirement, de disparaître dans cette langue, de passer la main, d'habiter ce non-lieu linguistique. Et puis, après, je tombe véritablement. Et à partir de là, il faut se relever, parce que sinon, c'était pas bien. Et donc, parce qu'il faut vivre, quand même. Et donc, il y a plein de choses à vivre, c'est joyeux. Et donc, se relever, ça voulait dire en fait retrouver, comme Pessoa, quand je disais qu'il retombe sur le portugais, que Sebald, qui est lui-même totalement hanté, enfin je sais pas si vous êtes des lecteurs de Sebald, mais il est tellement, il parle avec les fantômes, Sebald, il parle avec toutes ces choses dont tu parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'il est hanté par l'idée que la langue allemande est plus, elle peut plus dire, et pourtant il l'a dit, et il l'a dit sublimement, et bon, et je le lis en français pour tout vous dire, mais je le vois, qu'il a retrouvé sa langue. Et en fait, la grande opération pour moi de Sebald, c'est qu'il sauve la langue allemande. En fait, pour moi, il la relance dans le temps. C'est comme si, à partir d'une chose qui était hantée, qui porte l'histoire du bégaiement, de « je peux plus dire », de ce que tu dis, c'est ce que je vois même quotidiennement, quand moi j'essaye de parler allemand avec un ami ici, puisque j'ai des amis allemands, que voilà... Souvent, il y a ce désir de sortir de la langue allemande qui fait barrage. C'est-à-dire que j'observe ça, plutôt que d'essayer de m'accueillir dans la langue allemande et de m'instruire dans cette langue. Immédiatement, on passe au français parce que c'est là la joie. On passe à l'anglais parce que c'est fun et que c'est la honte, la langue de la honte, on la réserve entre nous quand on est en famille. Et là, ça va, on parle, mais sinon, dès qu'il y a l'intrusion du fremd, tout d'un coup, c'est « Ah, ouf, on va pouvoir sortir de cette langue. » Et moi, je ne demande qu'à y entrer. Donc, tu vois, c'est curieux, cette chose comme ça, qui tout d'un coup se dresse. Comme ça. Voilà. Et donc, le retour pour moi au français se fait après la traversée des morts. Enfin, il y a quelque chose qui s'est rompu. Et je reviens à la langue française d'un autre lieu où c'est devenu une langue mineure. C'est devenu une langue qui n'a plus du tout de prise sur le monde, qui n'a plus de pouvoir, en fait. Et accessoirement, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis très différents engagements qu'on peut avoir dans l'existence, mais en tout cas très très attentif à ces questions d'écologie politique, d'anthropocène. Et ça m'intéresse de chercher à écrire une langue du point de vue d'un non-pouvoir. Une langue qui n'a pas de pouvoir. Aber es gibt sie ja, es gibt Celan, es gibt die Schriftsteller, die Lyriker, die großen Dichter, die auf Deutsch schreiben und nicht vom Standpunkt der Macht aussprechen. Aber die Frage der Macht, das finde ich hochinteressant und auch die Frage des Gedächtnisses, was mich im Moment beschäftigt, also auch als Literaturkritikerin, ich habe auch gerade mit Anja Kampmann schon kurz drüber gesprochen, ist die absolute Verarmung der Sprache, also auch in der Literatur. Man kann es in der aktuellen italienischen Literatur sehr beobachten, dass die Sprache flach wird und eigentlich die Sprache nur noch der Alltagskommunikation ist. Und für mich ist das ein Abriss dessen, also die jungen Schriftsteller lesen einfach nicht mehr, sehr viele lesen nicht mehr und in Italien. Das ist jetzt was man beobachten kann, dass es eine richtige Welle gibt an Büchern, wo die Vergangenheit, das Gedächtnis, was in der Sprache ist, keine Rolle mehr spielt. Und wenn ich denke an Leo Spitzer, bei dir kommt er auch immer wieder vor, Jürgen, der ja darüber spricht, dass der Schriftsteller, dass er die Seele der Epoche mit seiner Sprache treffen muss. Das ist eigentlich eine schöne Beschreibung dessen, was literarische Sprache kann. Und das scheint aber auch mit so einem
globalesischen Englisch immer mehr ins Hintertreffen zu geraten, also auch das Besondere an der Sprache auszuprobieren. Wie ist das im Englischen oder auch für Sie persönlich, Buya? Ist das eine Gefahr, dass man verflacht in seiner Sprache? Ist es ein, ich glaube, bei Ihnen spielt die Literatur eine so große Rolle, dass sich beziehen auf andere Literatur, dass das für Sie keine Gefahr ist. Aber ist das etwas, was Sie auch beobachten, auch bei Kollegen? Oder gibt es da auch Tendenzen im Englischen, auch in Romanen vielleicht, nur noch so ein sehr gebräuchliches, flaches Amerikanisch oder was es immer ist, zu schreiben? I think that if we just look at the quality of the political discourse in the English-speaking world right now, it is really flat and simplistic and sensational at the same time. So I think we're surrounded by a language that is kind of hollow and very kind of unsatisfactory. Coming back to what you, this idea of a colonial language, one of the problems with English is, of course, the idea that English is enough, and especially in the UK, this is a really prevalent attitude. So learning a second language is no longer necessary at a secondary level. So I think after the age of 12, you no longer have to do a second language. And part of what's driven that is that in the UK you have these school league tables where schools are ranked according to the grades that the students get, and all schools want to be high in the list, and one of the perceptions is that languages are difficult to learn and you'll get a low grade, and so it's better not to do it, and the schools don't encourage it because they want their grades to be high. And there's also a financial question, like, you know, if you have just three students doing German, is it worth it? You know, you want a full classroom because that's better value for money. So all these things have kind of played into the UK really like having less and less people speaking another language, which I think is also a problem for language, because languages are enriched by other languages and speakers are enriched by encounters with other languages. For me, I wouldn't distinguish with whether I'm writing fiction or an essay. I always want to write something in a different way, to give something a sound that distinguishes it from all the other sounds around. I really love the way that Deleuze describes this in his essay, He Stutters, the way he talks about language. We had Camille talking about this sense of being kind of destabilized in the face of other languages. But what Deleuze proposes, which I think is really beautiful, is this idea of being estranged in your own language, and that to write is to write well in a way is to try to become a stranger in your own language, because what you try to create something that is new, that is very distinct, and therefore it becomes a challenge. It becomes something which makes you unsettled even within the thing in which you're most familiar. And he describes it as minorizing your main language, because you give it such a distinctive sound and such a new slant that it becomes something very particular within itself. And I love that as a principle. Before I read that piece by Deleuze, I hadn't thought of what I was trying to do as in that way. I was struck last night when Matthias Ennard talked about how he also writes in Arabic in Spanish and Catalan, and that he said that, you know, but the writing is a torture. But actually, even writing in your mother tongue, when you try to write in another way, is torture too, because you want to use the language differently. You want to, you know, you want to always kind of push it to see where it can go. And I think that is
really the essence of writing, to keep pushing language. And I do think reading is an essential part of being able to do that. I think you're right. I couldn't write if I didn't read. And in fact, as part of, I made a decision this year that I would read only in translation. Actually, it didn't manage. I think 90% of what I've read has been in translation. There were some things that I had to read or really wanted to read. But that has also been a really, kind of exciting experience. What I did think about when I was in Asia was how much of the translations I'd read were European translations. In fact, I can only count three books from other languages, from a South Indian language, Kannada, that I read, and Korean. I read several books, and one book from Arabic. And there too, within the translation realm, there is this discrepancy about, you know, which languages we are translating from, which languages we value over which languages. And for me, this also raises the question of, you know, what is a European language? Because I think that I would argue that we have a case to make, especially in Germany, like Turkish and Arabic. You know, what these should be languages that we consider European too. I mean, if you think that more people speak Spanish and French outside of Europe, and yet we think of those as European languages, you know, like, what are the criteria by which we make these judgments and these choices about what belongs here and what, you know, what doesn't? I mean, in Germany also, if you think of Friesisch and Sorbisch, these tiny languages, you know, with 10 to 30,000 speakers, and the resources that are devoted to keeping these languages alive and giving them a space in the society, which I think, you know, I would never argue against. I think that's wonderful. And yet you have, you know, 3 million people speaking Turkish and over 1 million people speaking Arabic, and there isn't the same legitimacy for those languages here. Ich möchte auch gleich ins Forum öffnen, aber Jürgen soll noch etwas dazu sagen. Ja, ich find den Gedanken von Priya so wichtig, dass man Distanz nehmen muss von der ersten oder Muttersprache oder also von dieser Sprache, die man zuerst lernt, mit der man die sozusagen im Körper eingebrannt ist, ja, seit der Geburt oder so gar. Ja. Und dass es unglaublich wichtig ist, also diese Distanz zu haben, sei es, dass man, was Sie eben gesagt haben, dass man die eigene Sprache bildet, deswegen heißt sie auch auf Deutsch Bildungssprache, ne, weil sie dann gebildet ist, sei es, und da möchte ich doch einen Schritt weitergehen, ich glaube, dass es nötig ist, und deswegen ist die Nichterlernung anderer Sprachen in UK so eine riesen Bildungskatastrophe. Ich glaube, man muss eine fremde Sprache lernen, und sei es auch nur, dass man ein Jahr lang mal das gelernt hat, also dass man gelernt hat, die anderen sprechen anders, die denken anders, das hört sich nicht nur anders an, sondern es ist ja kompliziert, ne? So, als Deutschlerner, ich muss ja dann als Englischlerner, ich muss unterscheiden zwischen she sings und she is singing, ja? Das ist ja ein ganz anderes Gedanke plötzlich da, ja? Und ich denke, diesen Schritt ins Fremde, den muss man getan haben, um ein Mensch zu sein. Ich bin etwas dramatisch, ja, aber ich glaube, das muss sein, weil man dann erst merkt, wer die anderen sind. Und deswegen, das war interessant, was Sie sagten mit den Pronomen. Ja. Ich glaube schon, dass ich und du, also dass es universal ist, glaube ich. Sie können die Koreaner erzählen, was sie wollen. Natürlich haben sie ich und du. Ja. Also das geht gar nicht anders, weil der Sprecher ist Sprecher und du bist der auch der Sprecher, du bist der andere Sprecher. Aber dieses Ich, dieses Du ist eben sozusagen ein, das ist ja nicht ein fundamental anderer, sondern es ist ein anderer Sprecher. Also du sprichst ja auch. Aber indem ich lerne, dass du eine ganz andere Sprache sprechen kannst, dass ich dich eben nicht verstehe zum Beispiel, lerne ich eigentlich erst sozusagen die Tiefe der Differenz in der Nähe. Ja, also es ist ja auch ein anderer Mensch, also er hat ja unglaubliche Gemeinsamkeiten mit mir und trotzdem ist er ein anderer. Ja.
Und das glaube ich, weil du vorhin von Baba Kassin gesprochen hast, ne, die, wir haben es heute schon mal hier erwähnt, ja, die Intravisible so ins Zentrum gestellt. Ja, aber sie meint mit diesen, und das ist übrigens von Humboldt, ne, also das hat sie von Humboldt übernommen, das Unübersetzbare, das Wort auch, das Unübersetzbare. Und sie bezieht sich auch auf Humboldt ausdrücklich. Aber sie spricht kein Deutsch. Doch, doch. Das bin ich sicher. Ne? Na, doch, doch, ich habe mit ihr auch. Kennt sie ganz gut. Ja, ja. Ach so, ja, das ist gut, okay. Aber ich wollte nur sagen, weil auch dieses Unübersetzbare meint, ist ja nicht die Endstation, sondern es ist im Gegenteil, es ist die, sozusagen die Anregung, den anderen zu denken. Ja, also in deiner Semantik ist tatsächlich etwas, was ich nicht genau in meiner Sprache habe. Und gerade deswegen bist du interessant. Und ich wollte nur sagen, also das, was Priya gesagt hat, also dieses Hinausgehen aus diesem Natürlichen, ja, also diesen Schritt in die Kultur zu machen. Sei es, dass man seine eigene Sprache kultiviert, sei es, dass man einen anderen lernt, das halte ich einfach für zentral und eine wirklich fundamentale menschliches Erlernen. Und zwar muss man das erlernen. Also es ist nicht die Muttersprachen bei George Steiner, der hat auch drei Sprachen, sind aber alles drei Muttersprachen. Also deswegen ist da keine Erfahrung von Alterität. Man muss mit Sprache lernen. Man muss sie richtig lernen und sehen auch, wie kompliziert das ist. Ja. Also deswegen vielen Dank nochmal für den Gedanken, den ich einfach für zentral halte.